Hier eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Was ergibt 3x² plus 15x plus 17, wenn x² plus 5x plus 6 20 ist? Wenn wir solch eine Gleichung sehen, haben wir Tendenz, diese zu lösen. Aber das wird hier nicht gefragt. Schauen wir uns diese beiden Trinome genauer an, dann stellen wir fest, dass das Dreifache von diesem Binom genau dieses Binom ist. Also setzen wir diese 6 rechts rüber, wo sie subtrahiert. Jetzt multiplizieren wir beidseitig mit 3 und dann addieren wir an beiden Seiten noch diese 17. Also so. So erhalten wir, dass dieses Trinom dasselbe sein muss wie 42 plus 17, das heißt 59. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 59. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.